Herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal, auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Felicia. Ich bin heute hier mit Lena und wir machen heute den Spiritual Warrior auf Deutsch. Das ist eine feste Jivamukti-Yoga-Klasse, die dauert 60 Minuten. Und wenn dir das Video gefällt, du mehr Videos wie dieses oder auch kürzere, softere Sequenzen üben möchtest, dann vergiss auf jeden Fall nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und lass uns einen Kommentar da und auch gerne mit Wünschen und Kommentaren für neue Videos, für zukünftige Videos. Wir freuen uns, sie zu lesen und in den Kanal zu integrieren. Wir fangen an im nach unten schauenden Hund und wir bleiben hier 10 Atemzüge. Mach deinen Weg in den nach unten schauenden Hund. Blöcke sind für diese Praxis super. Wenn du welche hast, nimm sie dir an den Anfang der Matte. Atme in die Nase ein, in den Brustkorb. Atme aus und beginn den Ujjayi-Atem aufzunehmen. Einatmen, ausatmen, zwei. Lass den Kopf locker hängen. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, ausatmen, vier, finde den Rhythmus vom Atem ein, ausatmen, fünf, einatmen, ausatmen, sechs, schieb die Sitzhöcker hoch und zurück, ein, ausatmen, sieben, einatmen, ausatmen, acht, ein, ausatmen, neun, ein, ausatmen, zehn. Heb den Blick, lauf die Füße 30 cm hinter die Hände, lass die Füße hüftweit geöffnet, Hände schulterweit und jetzt nimm dir gerne deine zwei Blöcke unter die Handflächen, falls die Knie sich hier beugen. Schiebe Handflächen in den Boden und genauso fest die Fersen, lass den Kopf locker hängen. Atme ein, ausatmen, zwei, auch hier für 10 Atemzüge. Einatmen, ausatmen, drei, der Atem fließt nach oben in den Brustkorb mit der Ein, nach unten aus dem Bauch mit der Ausatmung. Einatmen, ausatmen, fünf, einatmen, ausatmen, sechs, einatmen, ausatmen, sieben, gleich viel Gewicht in Händen und Füßen, ein, ausatmen, acht, einatmen, ausatmen, neun, ein, ausatmen, 10. Lauf die Füße mattenweit auseinander in den Squat. Zehen zeigen nach außen, setz dich tief. Bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Atme ein, schaff Länge. Atme aus, 1. Lass dein Becken sinken, aber wachs nach oben durch den Scheitelpunkt des Kopfes. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3, finde Mula Bandha, heb den Beckenboden sanft an. Ausatmen, 4, wir bleiben hier auch 10. Ein, ausatmen, 5, einatmen, ausatmen, 6, einatmen, ausatmen, 7. Einatmen, Scheitelpunkt schiebt hoch. Ausatmen, 8. Einatmen. Ausatmen, 9. Einatmen. Ausatmen, 10. Nutz die Hände hinter dir und setz dich vorsichtig zum Boden ab. Streck die Beine nach vorne aus. Und da, wo deine Knie sind, stell die Fersen auf, beug die Knie den halben Weg. Wickel deinen linken Arm um die Schienenbeine, Füße, Knie geschlossen. Schaff Länge und ausatmen, dreh dich auf nach rechts, rechte Hand hinter dich, Tipi-Twist. Einatmen,
Ausatmen, zwei. Blick geht über die Schulter zurück. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Ein. Ausatmen, fünf. Einatmen, komm zur Mitte, wickel gleich den rechten Arm um die Schienbeine, schaff Länge und ausatmen, dreh dich weiter nach links. Eins. Einatmen. Ausatmen, zwei. Lass die Knie zusammen auf einer Linie. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Einatmen, komm zur Mitte. Streck beide Beine wieder nach vorne aus. Zieh nur dein rechtes Knie zu dir ran. Stell den Fuß nach außen, Außenseite linkes Bein. Heb den linken Arm, atme ein. Und ausatmen, dreh dich auf nach rechts. Blick nach hinten, einatmen. Ausatmen, zwei. Vorne der linke Fuß geflext. Einatmen, schaff Länge. Ausatmen, vertief die Drehung, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Ein. Ausatmen, fünf. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Streck gleich dein rechtes Bein und wechsel die Seiten, wechsel dein Bein. Linkes Bein beugen, heb den rechten Arm. Und ausatmen, dreh dich auf nach links. Flex vorne wieder den rechten Fuß. Atme ein, schaff Länge. Ausatmen, zwei, vertief die Drehung. Einatmen. Ausatmen, der Blick geht zurück über die Schulter. Ein. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Einatmen, komm zur Mitte. Streck gleich dein linkes Bein wieder aus. Und wieder da, wo deine Knie waren, stell die Füße auf. Bring die Füße diesmal hüftweit auseinander, ungefähr die Breite der Hüfte. Und die Hände hinter dich, Finger zeigen zu dir. Kinn zum Brustbein, Brustbein zur Decke. Und mit der Einatmung heb dein Becken in den Tisch. Wenn es im Nacken okay ist, Kopf zurück. Sonst lass den Blick gerne bei den Knien. Schieb alle 10 Zehen in den Boden. Atme aus für zwei. Wir bleiben 10. Einatmen. Ausatmen, drei. Heb dein Becken hoch. Ein. Ausatmen, vier. Nacken entspannt. Ein. Ausatmen, fünf. Einatmen. Ausatmen, sechs. Einatmen. Ausatmen, sieben. Einatmen. Ausatmen, acht. Einatmen, ausatmen, neun, einatmen, Kinn zum Brustbein und ausatmen, setz dich wieder ab, 10. Zieh die Schienbeine zu dir ran und bring die Ferse noch näher zu dir ran. Wir kommen zum Stehen, dafür streck die Arme vor und öffne die Knie zur Seite. Fußsohlen schieben in den Boden, nutz die Hände und mit der Einatmung komm mit Schwung nach oben zum Stehen. Und wir kommen hier in den Handstand. Du kannst gerne auf deiner Matte üben. Wenn du eine Wand hast, nutz gerne auch die Wand. Ich bin jetzt Linas Wand. Bring die Hände zum Boden und komm in so einen ganz kleinen, nach unten schauenden Hund. Heb dein rechtes Bein, heb den Blick zwischen die Hände, beug dein linkes Knie, atme aus. Und mit der Einatmung und Schwung komm nach oben auf die Hände und ausatmen, vielleicht lande wieder unten. Und dann mach einfach weiter, wenn du wieder gelandet bist, mach das 5-mal mit dem rechten Bein als dein Schwungbein. Und dann wechselst du die Seiten nach 5-mal dein linkes Bein nutzen als Schwungbein. Wenn du oben bist, kannst du gerne auch an der Wand oder natürlich in der Luft balancieren auf den Händen. Wenn du an der Wand lehnst, lass mal den Kopf ganz locker hängen und finde hier Entspannung im Nacken. Und dann mach das noch 2-3 Mal. Zwischendrin kannst du kurz über die Beine dich hängen lassen. Sehr gut. Wenn du noch oben an der Wand bist, komm langsam wieder nach unten.
Sink über deine Beine, lass den Kopf locker hängen und roll dich Wirbel für Wirbel zum Stehen nach oben. Wir treffen uns am Anfang der Matte in Tadasana. Schließ hier die Füße. Greif die Hände hinterm Rücken ineinander, verschränk die Finger, heb die Hände weg vom Steißbein, heb dein Herz zur Decke und lass dein Kinn zum Brustbein sinken. Atme ein, atme aus, zwei, einatmen, ausatmen, drei, einatmen, ausatmen, vier, einatmen, ausatmen, fünf, löst die Hände, greift die Hände über dem Kopf ineinander, verschränkt die Finger, schaff Länge, Schultern entspannt. Ausatmen, lehn dich auf die linke Seite und schieb den rechten Fuß fest in den Boden. Einatmen, kommt zur Mitte, Bauch nach innen. Ausatmen, lehn dich nach rechts. Einatmen zur Mitte. Ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte. Ausatmen nach rechts. Einatmen zur Mitte. Verschränkte Finger an den Hinterkopf. Ellbogen sind weit, Bauch nach innen. Einatmen, heb dein Herz hoch. Und ausatmen, lehn dich in die Hände zurück, Bauch stark. Einatmen, nochmal Herz heben. Ausatmen, zurücklehnen. Letztes Mal atme ein. Ausatmen, lehnen. Einatmen, komm nach oben. Ellbogen zusammen und Kinn zum Brustbein, atme aus. Atme hier zwischen deine Schulterblätter ein. Und ausatmen, roll die Stirn auf Höhe des oberen Bauches. Atme wieder in den Rücken ein. Ausatmen, Stirn auf Höhe des Bauchnabels. Atme hier ein. Ausatmen, Stirn auf Höhe des Schambeins. Atme ein. Ausatmen, Stirn auf Höhe der Mitte der Oberschenkel. Einatmen. Ausatmen, Stirn zu den Knien. Einatmen. Und ausatmen, setz den Po tief, nur den Po. Bleib hier. Mit der Einatmung heb den Oberkörper, öffne die Ellbogen. Atme hier aus, bleib tief sitzen. Einatmen, streck die Beine. Ausatmen, Bauch nach innen, Schultern entspannt. Einatmen, schaff Länge. Und ausatmen, lehn dich nochmal zurück in die Hände. Einatmen, komm nach oben. Und ausatmen, löst die Hände, bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Schließ die Augen für einen Moment. Komm hier an, vielleicht spürst du noch den Herzschlag, den Atem. Und setz deine Intention für diese Praxis, für heute. Eine Intention, die du von deiner Yogamatte in dein Leben mitnehmen kannst. Vielleicht ein Gedanke an einen Menschen oder ein Gefühl, das zu dir kommt jetzt, dem du Aufmerksamkeit widmen möchtest. Und wir besiegeln diese Intention mit drei Om, drei Shanti, Hari Om. Sing gerne mit. Atme sanft ein. Om. 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 Shanti, 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 Hare Om. Atme hier sanft ein. Mit der Ausatmung öffne die Augen wieder und senk die Arme neben den Körper in Tadasana. Erstmal Ujjayi-Atem wiederfinden, atme ein in den Brustkorb, atme nach unten, rauschend aus. Für den Sonnengruß, atme ein, heb die Arme über den Kopf, heb den Blick, ausatmen, Hände zu den Füßen, sink über die Beine. Einatmen, Rücken lang, Blick vor. Ausatmen, dreh zurück in die schiefe Ebene, Chaturanga Dandasana.
Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Atme hier ein. Atme aus, eins. Einatmen. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Ein. Ausatmen, beug die Knie, heb den Blick. Einatmen, lauf oder spring nach vorne, Rücken lang, Blick vor. Ausatmen, sink über die Beine. Einatmen, komm zum Stehen, heb die Arme, heb den Blick. Ausatmen, senk die Arme in Tadasana. Atme ein, heb die Arme, Urdhvahastasana. Ausatmen, Hände zu den Füßen, Uttanasana. Einatmen, Rücken lang, Blick vor. Ausatmen, lauf oder spring in die Liegestütz, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Atme ein. Atme aus, eins. Hör deinen Atem rauschend ein. Ausatmen, zwei, fließen. Ein. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, beug die Knie, heb den Blick. Einatmen, flieg oder lauf nach vorne, Rücken lang. Ausatmen, sink über die Beine. Zum Stehen atme ein, heb die Arme, Urdhvahastasana. Ausatmen, senk die Arme, Tadasana. Atme ein, heb die Arme, heb den Blick. Ausatmen, Hände zu den Füßen, Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, spring oder lauf, Chaturanga, Liegestütz. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Ujjayi, Atem ein. Aus, finde Mula Bandha, den Beckenboden sanft aktivieren. Ein. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, beug die Knie, heb den Blick. Einatmen, flieg oder lauf nach vorne, Rücken lang. Ausatmen, sink über die Beine. Atme ein, komm zum Stehen. Urdhvahastasana, heb den Blick. Ausatmen, senk die Arme, Tadasana. Jiva Mukti, Sonnengruß. Atme ein, verhak die Daumen, zieh die Arme vor, hoch und zurück. Ausatmen, beug die Knie, schwing durch, greif die Hände hinterm Rücken ineinander. Einatmen, Hände zum Boden, rechter Fuß zurück, Blick vor. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, schiefe Ebene. Ausatmen, Liegestütz. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, schiefe Ebene. Aus Knie, Brustbein, Kinn zum Boden. Einatmen, schlängel dich durch, kleine Kobra. Ausatmen, übergebeugte Knie, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechten Fuß weit nach vorne, heb den Blick. Ausatmen, links dazu, sink über die Beine. Einatmen, beug Knie, verhak die Daumen, zieh dich vor, hoch und zurück. Ausatmen, beug Knie, schwing durch, greif die Hände hinterm Rücken. Einatmen, leg die Hände zum Boden, linken Fuß zurück, Blick vor. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen in die schiefe Ebene. Ausatmen, Liegestütz, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, schiefe Ebene. Aus Knie, Brustbein, Kinn ablegen. Einatmen, schlängel dich vor, kleine Kobra. Ausatmen, übergebeugte Knie, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Einatmen, linken Fuß weit vor, heb den Blick. Ausatmen, rechts dazu. Einatmen, beug Knie, verhakt die Daumen, zieh dich vor, hoch und zurück.
Bleib stehen, senke nur die Arme, atme aus. Einatmen, setz dich tief in Utkatasana, heb die Arme. Ausatmen, Hände zu den Füßen, streck die Beine wieder. Einatmen, Rücken lang, Blick vor. Ausatmen, flieg oder lauf in die Liegestütz, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Krieger 1, einatmen, rechten Fuß nach vorne. Wir bleiben hier. Atme aus, 1. Linke Ferse ist hinten geerdet. Atme ein. Ausatmen, 2. Blick zu den Händen. Einatmen. Ausatmen, 3. Das Herz hebt hoch. Atme ein. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, Krieger 2. Öffne Hüften und Arme. Einatmen, streck dein rechtes Bein. Zieh dich weit nach vorne. Rechte Hand zu rechtem Schienbein. Trikonasana, Dreieck. Blick hoch. Atme ein. Atme aus, 1. Einatmen. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, zieh die Kniescheiben zu den Oberschenkeln. Ein. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, senke nur den Blick. Komm zum Stehen, starke Beine. Ausatmen, Krieger 2. Mach den Schritt ein bisschen größer. Beug dein Knie, atme ein. Atme aus. 1. Einatmen. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, finde wieder Mula Bandha, Beckenboden. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, 5. Einatmen, streck dein rechtes Bein. Ausatmen, beug es, rechte Hand an die Außenseite vom Fuß, gerne auf deinen Block. Linker Arm zieht weit nach vorne. Uttita Parshva Konasana. Einatmen. Ausatmen. 1. Blick zur linken Hand, wenn es geht, im Nacken. Ausatmen. 2. Einatmen. Ausatmen. 3. Ein. Aus. 4. Ein. Ausatmen, 5. Leg die linke Hand zum Boden. Mach den Schritt von hinten kürzer. Streck beide Beine, heb den Blick, komm auf die Fingerspitzen oder Blöcke. Ausatmen, sink übers rechte Bein. Atme ein. Atme aus. Versuch die Hüften ganz parallel zu lassen. Rechts schieb zurück, links vor. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Ein. Ausatmen, 5. Einatmen, beug dein rechtes Knie, mach den Schritt wieder größer nach hinten, leg dein linkes Knie zum Boden ab, heb Oberkörper und Arme, bring die Hände vor dein Herz und dreh dich auf zur rechten Seite. Du kannst sehr gerne hier bleiben, schieb die rechte in die linke Hand oder stell die Zehen auf und heb dein linkes Knie. Wenn du eine Variation deiner Arme finden möchtest, mach das auch gerne. Atme ein, ausatmen 2, einatmen, ausatmen 3, einatmen, aus 4, einatmen. Ausatmen, senk den Blick, leg die Hände wieder rechts und links zum Boden. Zieh dein linkes Knie nach vorne an die Außenseite vom rechten Fuß für den Drehsitz. Komm zum Sitzen, nimm dir gerne auch was zum Draufsitzen. Einatmen, linken Arm heben. Und ausatmen, dreh dich auf zur rechten Seite. Atme ein. Atme aus. Ardha Matsyendrasana, Drehsitz. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4.
Ein. Ausatmen. Fünf. Einatmen, komm zur Mitte mit langer Wirbelsäule. Ausatmen, dreh dich einmal gegen. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Wir kommen in Knöchel auf Knie. Bring dein linkes Schienbein parallel zu deinem vorderen Mattenrand und deinen rechten Knöchel direkt auf dein linkes Knie. Wenn das nicht funktioniert, dann legst du deinen Knöchel vor dein linkes Knie. Die Füße sind geflext und in einer Linie mit den Knien. Schaff Länge, atme ein. Du kannst gerne hier sitzen bleiben oder ausatmen, kipp nach vorne über die Beine. Atme ein, atme aus. Ein, ausatmen, zwei. Einatmen, die Füße geflext, ganz wichtig. Ausatmen, drei. Zieh auch die kleinen Zehen zum Knie. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Einatmen, richte dich wieder auf. Kreuz dein rechtes Schienbein vors linke, atme hier aus. Wir springen zurück, Hände zum Boden. Einatmen, heb Po und Füße. Ausatmen, lauf oder spring in die Liegestütze, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linken Fuß nach vorne, Krieger 1. Rechte Ferse flach am Boden. Atme aus, 1. Einatmen. Ausatmen, 2. Dein Herz Richtung Hände öffnen. Ein. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen, ausatmen, öffne Hüften und Arme, Krieger 2. Einatmen, streck dein linkes Bein, zieh dich an der linken Hand weit vor, Hand zum Schienbein, Trikonasana Dreieck, heb den Blick, atme ein, atme aus, einatmen, ausatmen, 2, beide Beine sind stark, ein, ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Hör immer noch deinen Atem, Ujjayi. Ausatmen, senk den Blick. Schiebe in die Füße, komm zum Stehen, atme ein. Krieger 2, atme aus, Schritt wieder groß machen. Einatmen, Blick vor. Ausatmen, 1. Tief gebeugt. Einatmen. Ausatmen, entspann die Schultern. 2. Beckenboden heben. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, 5. Einatmen, streck dein linkes Bein. Ausatmen, beug es, linke Hand an die Außenseite vom Fuß. Rechter Arm zieht weit nach vorne. Uttita Parshva Konasana, hinten der Fuß geerdet. Einatmen, dreh den Brustkorb auf. Ausatmen, 2, sehr schön. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Ein. Ausatmen, 5. Einatmen, die rechte Hand zum Boden, mach den Schritt kürzer von hinten, heb den Blick, gerne nimm dir die Blöcke. Ausatmen, sink übers linke Bein, Parshvottanasana. Einatmen, ausatmen, schieb die linke Hüfte zurück, rechts vor, ausatmen, einatmen, ausatmen, 3, Nacken entspannt, einatmen, ausatmen, 4, einatmen, ausatmen, 5. Einatmen, beug dein Knie, mach den Schritt wieder größer, leg dein rechtes Knie zum Boden, heb Oberkörper und Arme, bring die Hände vor dein Herz und dreh dich auf nach links. Gerne bleib genauso oder stell die Zehen auf und streck dein hinteres Bein. Wenn du eine Variation der Arme hattest, finde die gleiche auch hier. Atme ein,
Ausatmen, drei, sehr schön. Ein. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Senk den Blick, leg die Hände wieder zum Boden. Für den Drehsitz, rechtes Knie, Außenseite, linker Fuß, zieh dein Knie vor, setz dich ab. Einatmen, heb den rechten Arm. Und ausatmen, dreh dich auf nach links. Atme ein. Atme aus. Einatmen. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Beide Sitzhöcker geerdet. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Einatmen, kommt zur Mitte. Und ausatmen, nur gegendrehen zur rechten Seite. Lange Wirbelsäule. Komm zurück zur Mitte. Für Knöchel auf Knie, bring wieder deine Schienbeine parallel. Diesmal ist das linke oben. Und der Knöchel liegt wirklich auf dem Knie, nicht am Oberschenkel oder an der Wade. Oder, wenn es zu viel ist, leg den Knöchel vors Knie. Flex die Füße, atme hier ein. Und wenn es für dich möglich ist, mit der Ausatmung kipp nach vorne. Atme ein. Atme aus, zwei. Ein. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Einatmen, richte dich wieder auf. Diesmal öffne deine Beine 90 Grad auseinander, sodass du hier in der Hüfte diesen 90-Grad-Winkel hast. Flex die Füße, greif zu den Knöcheln oder Außenseiten deiner Füße, schaff Länge, atme ein und ausatmen, kippen nach vorne. Behalt Gewicht hinten in den Sitzhöckern. Atme aus, zwei. Einatmen. Ausatmen, die Füße geflext, Beine aktiv. Ein. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Atme ein, richte dich wieder auf zum Sitzen. Ausatmen, schließ die Beine wieder zum Anfang der Matte. Kreuz dein linkes Bein übers rechte. Wir springen zurück, Lolasana, Hände zum Boden. Einatmen, hoch. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, komm nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmen, komm auf die rechte Hand. Außenseite rechter Fuß. Für Vashistasana hebt den Blick zur linken Hand nach oben. Eins. Einatmen. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Einatmen, Hand zum Boden. Und dann gleich nach links weiter, Vashistasana, Blick hoch, ein, ausatmen, eins, heb auch dein Becken hoch, einatmen, ausatmen, zwei, einatmen, ausatmen, drei, einatmen, schiefe Ebene, ausatmen, nacheinander Knie, Brustbein, Kinn ablegen, einatmen, schlängel dich vor, kleine Kobra. Leg die Stirn zum Boden ab, atme aus, streck die Arme zurück, Handflächen zeigen nach oben. Für Shalabhasana schließ die Beine, wenn es geht, komplett. Heb die Schulterblätter zueinander und einatmen, heb Oberkörper und Beine, atme aus. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Schieb die Schulterblätter zurück und zusammen. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, langsam lösen. Leg dich ab, lass die Fersen auseinanderfallen. Entspann für einen Moment hier. Und für den Bogen, Dhanurasana, leg die Stirn auf, beug die Knie und greif die Knöchel von außen. Saug den Bauchnabel nach innen, einatmen, heb dich hoch,
Atme aus, 1. Einatmen. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Ein. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, löst. Langsam leg dich wieder ab. Leg die andere Wange zum Boden. Entspann dein Becken von Seite zu Seite. Den unteren Rücken richtig schön entspannen. Zweiter Bogen. Beug die Knie. Greif die Knöchel. Stirn ist aufgelegt. Du kannst eine Variation deiner Arme finden oder greif wieder von außen. Atme ein. Heb Oberschenkel weit. Brustkorb hoch. Atme aus. Einatmen. Ausatmen, 2. Nacken lang, 1. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, 5. Langsam lösen. Leg dich ab. Mach wieder ein Kissen mit den Händen oder leg die andere Wange ab. Entspann dein Becken von Seite zu Seite. Streck einen Arm über den Kopf aus, roll dich gleich auf den Rücken und stell die Füße nah am Gesäß fürs halbe Rad auf. Füße hüftbreit, parallel. Schieb in die Füße, heb dein Becken, atme ein. Greif die Hände unter dir, atme aus und lauf die Schultern unter dich. Einatmen. Ausatmen, 2. Schieb dein Brustbein zum Kinn und dein Kinn Richtung Decke. Und schieb die Füße, die Zehen feste in den Boden. Letzter Atemzug hier. Und dann langsam löst die Hände und roll dich ab. Für einen Moment lass dein Becken, deinen unteren Rücken hier ankommen. Und entscheide, ob du wieder zurück ins halbe Rad kommen möchtest oder ins ganze Rad mit uns. Fürs ganze Rad streckst du die Arme über den Kopf aus, stell die Hände neben die Ohren. Lass die Ellbogen nah beieinander. Schieb in Hände und Füße, atme ein, komm auf den Scheitelpunkt des Kopfes. Atme aus, Ellbogen enger. Einatmen, streck Arme und Beine. Ausatmen, lass den Kopf ganz locker hängen. Einatmen. Ausatmen, sehr schön. Noch 3, ein. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen, Kinn zum Brustbein. Und ausatmen, langsam leg dich wieder ab. Erst Schultern, Kopf und Becken. Leg die Hände auf den Bauch, schließ die Augen für einen Moment. Spür den Atem in den Händen, ganz weich und sanft. Stell die Hände neben die Ohren, zweite Runde. Bring die Füße wieder hüftbreit parallel. Schiebe Hände und Füße fürs ganze Rad. Atme ein, komm hoch. Atme aus, entspann den Nacken. Einatmen. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Ein. Kinn zum Brustbein. Ausatmen, 5. Leg dich wieder ab. Leg die Hände auf dein Herz. Lass die Knie zusammenfallen. Spür den unteren Rücken sanft am Boden und den Herzschlag in den Händen. Letzte Runde, ganzes Rad oder natürlich immer möglich halbes Rad. Stell die Hände auf, stell die Füße auf. Atme ein, streck und heb dich. Atme aus. Einatmen. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen, Kinn heben, ausatmen, leg dich ab. Leg die Hände zusammen zwischen deine Augenbrauen. Lass die Knie zusammenfallen.
Schieb den unteren Rücken sanft in den Boden. Nimm einfach wahr für einen Moment bei dir, hier. Zieh die Schienbeine zu dir ran, roll von Seite zu Seite. Massier den Rücken von rechts nach links. Wir kommen von hier in den Twist. Dafür streck einmal die Beine nach oben aus, wickel dein rechtes Bein um dein linkes, die Knie beugen sich umeinander, heb die Hüften nach rechts, die Knie nach links und die Arme öffnen wie ein T, Blick zur rechten Hand. Lass die Knie und die rechte Schulter auseinander schmelzen. Atme ein, atme aus, bleib bei diesem rauschenden Atem immer noch hörbar, immer noch bewusst. Der Atem ist unser Leitfaden, ist auch das, was unsere Konzentration bündelt. Und ist das Äußere, was die Intention innerlich ist. Die Intention ist gedanklich der Ort, wo wir immer wieder zurückkommen. Und äußerlich bringt uns der Atem und vor allem das Geräusch des Atems immer wieder zurück ins Jetzt. Komm langsam wieder zur Mitte und wechsel die Beine, wickel dein linkes um dein rechtes, Hüften nach links, Knie nach rechts und Blick in die linke Hand. Und dann bleib bei deinem Atem, hör ihm zu, rauschend, gleichmäßig, fließend. Jeder Atemzug bewusst. Bring Blick und Beine wieder zurück zur Mitte. Zieh die Schienbeine wieder zu dir ran. Entknote die Beine, Stirn zu Knien, mach den Rücken rund und roll dich mit Schwung vor und zurück entlang der Wirbelsäule ein paar Mal. Richtig schwungvoll die Muskeln massieren um die Wirbelsäule. Dann komm den ganzen Weg zum Sitzen. Und streck die Beine einfach aus, wie du gelandet bist. Zieh dein Sitzfleisch von unten raus. Vielleicht nimm dir auch eine Decke und setz dich hier höher. Flex die Füße. Einatmen, heb dein Herz. Paschimottanasana, Vorwärtsbeuge, sink über die Beine nach vorne. Und dann nutz hier Ein- und Ausatmung. Die Einatmung schafft Länge und Ausatmung lässt dich tiefer sinken. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, 5. Ein. Ausatmen, 6. Flex die Füße, Beine aktiv. Ein. Aus, 7. Ein, aus, 8, ein, ausatmen, 9, ein, ausatmen, 10, letzten 5, ein, ausatmen, 11, ein, ausatmen, 12, ein, ausatmen, 13, einatmen, ausatmen, 14, einatmen, ausatmen, heb den Blick, einatmen, komm zum Sitzen nach oben. Zieh dein rechtes Knie zu dir ran und öffne es zur Seite. Für Janu Shishasana dreh dich zum linken Bein. Gerne polster auch dein Knie. Einatmen, schaff Länge. Und ausatmen, kipp übers linke Bein.
Atme hier ein. Atme aus. Einatmen. Ausatmen 2. Einatmen. Ausatmen 3. Einatmen. Ausatmen 4. Einatmen. Ausatmen, hebt den Blick zum Fuß. Einatmen, kommt zum Sitzen nach oben. Und ausatmen, wechsel die Seiten, wechsel dein Bein. Linkes Knie öffnen, Fuß Innenseite Oberschenkel. Einatmen, dreh dich zum rechten Bein. Und ausatmen, sink nach vorne. Atme ein, atme aus, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Ein, ausatmen 3, einatmen, ausatmen 4, einatmen, ausatmen, heb den Blick, einatmen, komm zum Sitzen, ausatmen, streck wieder beide Beine nach vorne. Für Tadasana, zieh die Füße dahin, wo die Knie gerade ungefähr waren. Öffne die Knie, Füße zusammen. Du hast 90 Grad Winkel in deinen Knien. Greif die Knöchel und mit der Ausatmung roll nach vorne mit runder Wirbelsäule. Lass die Schultern ganz entspannt, den Nacken entspannt. Atme hier ein. Atme aus, 2. Der Kopf sinkt dahin, wo er jetzt hinsinkt. Entweder in der Luft oder auf den Fäusten oder vielleicht sogar an den Füßen. Nacken entspannt, Wirbelsäule ist rund. Und mit der gleichen runden Wirbelsäule roll dich wieder nach oben zum Sitzen. Lass den Kopf wieder nach oben kommen und schließ deine Knie. Wir kommen von hier in den Schulterstand. Du kannst dir gerne ein Podest bauen. Sonst leg dich einfach auf den Rücken ab. Und mit der Einatmung hebst du dein Becken, hebst du die Beine. Erstmal in den Flug nach hinten. Bring die Hände an den unteren Rücken. Und dann streckst du die Beine nach oben aus. Wer den Schulterstand nicht üben möchte, kann gerne mit dem Becken unten bleiben, die Beine nach oben strecken. Wenn du noch einen Block oder eine Decke hast, nimm dir das noch unters Gesäß für so eine kleine Erhöhung, Viparita Karani. Atme hier ein, atme aus, bleib bei deinem Atem auch hier. Jeden Atemzug bewusst wahrnehmen, bewusst führen durch deinen Körper. Es ist ein aktiver Atem. Das heißt, du tust, du führst deinen Atem. Du lässt dieses Rauschen entstehen. Du führst den Atem nach oben und nach unten durch den Körper. Du gibst diese Energie in deinen Körper hinein, in deinen Atem hinein. Dann bleiben noch 8 Atemzüge hier. Lass jeden dieser 8 Atemzüge so bewusst wie möglich entstehen und geschehen. In deiner nächsten Einatmung schaff noch mehr Länge durch die Füße und ausatmen wieder in den Flug, bring die Füße über den Kopf zum Boden. Wenn das nicht geht, beug die Knie auf die Stirn. Wenn die Füße am Boden sind, greif die Hände hinterm Rücken ineinander. Halasana, atme ein, heb die Sitzhöcker hoch, atme aus. Noch 3, ein, atme aus, Fersen schieben weg von dir. Einatmen,
Ausatmen, 4. Ein. Ausatmen, 5. Beug die Knie entweder auf die Stirn wieder oder neben die Ohren, Füße gepointet. Kapanasana. Ein. Ausatmen, immer noch beim Atem, aber Wirbelsäule rund und entspannter jetzt. Letzten 3. Ein. Atme aus. Einatmen. Ausatmen. 4. Einatmen. Ausatmen. Löse deine Hände. Leg die Hände zum Boden ab und roll dich Wirbel für Wirbel langsam nach unten. Becken ablegen, Füße ablegen und dann die ganzen Beine ausstrecken am Boden für den Fisch. Matsyasana, heb dich auf die Unterarme, stell den Scheitelpunkt des Kopfes ab. Wenn du in Viparita Karani warst, mit dem Becken auf einem Block oder einer Decke, komm da raus. Leg einfach nur die Füße zum Boden ab und öffne die Knie zur Seite in Supta Baddha-Konasana. Wenn du hier im Fisch bist, nach dem Schulterstand, heb dein Herz richtig weit, lass die Kehle weit werden. Atme hier ein, atme aus, noch 3 Atemzüge gemeinsam ein, ausatmen, 8, einatmen, ausatmen, 9, einatmen, ausatmen, 10, Kinn zum Brustbein und langsam ablegen. Die Knie schließen, wenn die geöffnet waren. Streck einen Arm über den Kopf aus und roll dich wieder über die Seite in die Stellung des Kindes diesmal. Leg die Stirn hier einfach zum Boden ab und du kannst genau hier bleiben. Das ist eine super Position, Stellung des Kindes. Wir haben eine sanfte Umkehrhaltung. Wenn du in den Kopfstand kommen möchtest, dann geh mit mir Schritt für Schritt, gerne auch auf der Hälfte stehen bleiben. Greif die Hände vor dir ineinander, bring den kleinen Finger nach innen. Ellbogen sind schulterweit und der Scheitelpunkt des Kopfes zwischen die Hände aufstellen. Stell die Zehen auf, streck die Beine und lauf die Füße zu den Ellbogen. Du kannst hier bleiben oder heb eine Ferse zum Gesäß. Und vielleicht bleibst du hier und kommst mit dem zweiten dazu. Oder du wechselst einfach die Seiten, wechselst das Bein, wenn du in der Balance bist. Vielleicht kannst du die Knie heben Richtung Decke und die Beine ausstrecken. Du kannst immer einen Fuß am Boden lassen oder beide Füße am Boden. Wer in der Balance ist, der schiebt in die Unterarme ganz fest, sodass du den Kopf so wenig wie möglich am Boden wirklich hast. Die Unterarme sind super stark. Du schiebst dich auch aus den Schultern raus. Bauch ist stark. Beine geschlossen und lang. Schieben hoch. Füße sind aktiv. Wann auch immer du bereit bist, runterzukommen, kommst du runter und zwar genauso aktiv und bewusst, wie du nach oben gekommen bist. Das heißt, du lässt dir noch ein bisschen Energie übrig, um kraftvoll auch wieder nach unten zu kommen. Und wenn du nach oben bist, vielleicht bleibst du noch die letzten 5 Atemzüge. Atem ist bewusst. Mit der nächsten Einatmung schafft ganz viel Länge und Ausatmen kommt langsam wieder nach unten in die Stellung des Kindes. Leg dich da ab, leg die Stirn wieder am Boden ab, entspann die Arme, die Schultern, den Nacken, atme tief ein, öffne den Mund und atme aus dem Mund aus. Nochmal so.
Tief durch die Nase ein und aus dem Mund aus. Lass den Atem gehen. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben zum Sitzen. Und dann finde einen bequemen Sitz. Nimm dir gerne dein Meditationskissen oder einen Block, eine Decke. Vielleicht, wenn du einen Ort hast, um dich anzulehnen, ist das auch immer eine Option für die Meditation. Schau, dass du wirklich bequem bist. Wir bleiben für ein paar Minuten hier in der Stille. Richte die Wirbelsäule lang auf, leg die Hände in den Schoß ab oder auf die Oberschenkel. Und dann entspann nochmal bewusst Kiefer, Zunge, die Augenmuskulatur, den Blick ganz weich zu dir gerichtet. Das bedeutet, nach innen gerichtet. Und mit diesem Blick, der nach innen gerichtet ist, schau zu, was da ist. Vielleicht kannst du den Atem bemerken, ohne ihn zu verändern. Dieses aktive Atmen haben wir losgelassen. Und jetzt nur noch das passive Atmen zuschauen, wie der Atem kommt und geht, ohne dein Zutun. Ganz weich, ganz entspannt. Beobachte, wie der Bauch sich hebt mit jeder Einatmung. Der Bauch sich entspannt mit der Ausatmung. Und bleib bei diesem simplen Beobachten. Jede Einatmung, jede Ausatmung geschehen lassen. Zuschauen. Und wahrnehmen. Und immer wenn du merkst, dass die Gedanken abschweifen, komm wieder zurück. Deine Atmung beobachten. Nur zuschauen. Und wahrnehmen. Und für Shavasana mit so wenig Bewegungen wie möglich, leg dich auf deinen Rücken ab. Wenn du noch eine Decke möchtest, deck dich zu. Vielleicht hast du auch ein kleines Augenkissen für deine Augen.
Streck dich aus. Lass die Füße auseinanderfallen, ganz entspannt. Lass die Handflächen nach oben zeigen. Und spann nochmal deinen Kiefer. Löst die Zunge vom Gaumen, lass die Lippen weich auseinanderfallen. Entspann den Raum hinter deiner Stirn. Und lass zu, dass dein Körper in den Boden schmilzt, entspannt und weich.
ganz langsam die Finger wieder zu bewegen. Die Hände, die Zehen, die Füße. Den Atem wieder wahrnehmen. Streck die Arme lang über den Kopf aus. Beug deine Knie, roll dich auf deine rechte Seite. Schieb die linke Hand in den Boden, komm nach oben zum Sitzen. Richte dich lang auf und bring die Hände wieder vor deinem Herzen zusammen. Für Om, 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 Shanti, 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 Hari Om. Atme sanft ein. Shanti, 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 Hare Om. Senk die Stirn zu den Händen und dann beug dich einmal weit nach vorne über deine Beine in Dankbarkeit. Vielen Dank dir fürs Üben heute. Vielen Dank natürlich auch an Lena fürs Üben für uns alle. Und ich wünsche dir einen ganz wunderschönen Tag. Vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und lasst uns gerne auch einen Kommentar da. Und wir sehen dich beim nächsten Mal.